Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir blicken heute in drei Währungen, und zwar US-Dollar, Schweizer Franken, Euro, Neuseeland-Dollar und Austral-Dollar, japanischer Yen. Das die Werte aus den aktuellen Handelsideen, die ich auch schon im Blog veröffentlicht habe. Zwischendrin habe ich auch noch einen Wunschmarkt bekommen. Wir schauen später noch auf das Cable und bei Bezug auf die Wunschmärkte von mir wieder die Einladung. Wer mag, gerne rein in die Chats. Das sage ich ja jeden Morgen. Den ein oder anderen Wunschmarkt kann ich hier mit analysieren. Ich muss es nur lesen. Also nicht schüchtern sein. Nutzt die Chats auf Facebook und GoToWebinar und dann können wir direkt hier den ein oder anderen Wunschmarkt noch mit beleuchten. Und wir beleuchten jetzt erst einmal kurz den obligatorischen Risikohinweis. Ganz klar, wie immer, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den Tagesnachrichten. Da gibt es ja heute keine lange ausgedehnte Liste. Wir haben aus den Britannien oder von Britannien, aus Großbritannien, von den UK heute Morgen um 8 Uhr Daten zum Verbraucherpreis und den Erzeugerpreisen bekommen. Wir sehen es hier, die Zahlen, ganz klar, Verbraucherpreis ist bei 0 geblieben. Der Index steht bei 1,5. Der Erzeugerpreisindex ist gesunken. Das dazu, Punkt, aus und Ende. Das britische Pfund ist gestern im Chart, also der Chart des britischen Pfund ist gestern ordentlich unter Druck gekommen. Das, wie schon gesagt, später in der Analyse. 15.30 Uhr bekommen wir dann, nein, 16.30 Uhr bekommen wir dann aus den USA die wichtigen Rohöllagerbestände. Und wir wissen es beim Ölmarkt, da quillen momentan die Lager über. Also hier sollte es an dieser Stelle wahrscheinlich wieder einen ordentlichen Zuwachs bekommen. Ich checke gleich mal noch ab, wie wir gestern die Rohöllagerdaten hatten. Wir haben ja gestern die API-Daten bekommen. Das ist ja immer so ein kleiner Vorausschau. Ich muss noch mal kurz schauen. Die müssten wir gestern bekommen haben, aber ich sehe sie gar nicht auf der Liste. Moment, gestern. Okay, wenn ich die jetzt nicht schnell finde, dann ist es einfach so, wie es ist. Nein, ich sehe sie jetzt hier in meiner Liste nicht. Da suche ich auch nicht lange hin und her, sondern wir machen einfach weiter. Wir wissen, auf dem Ölmarkt ist Druck. Der Ölmarkt ist ordentlich unter Druck gekommen. Wir hatten gestern die Anomalie mit dem negativen Ölpreis. Das war allerdings wirklich eine Auswirkung, die war nur am Future-Markt zu sehen und auch nur im Mai-Kontrakt. Ja, das muss man einfach wissen. Der fällt ja aus und jeder, der das Öl nicht physisch geliefert haben möchte und den CL getradet hat, der musste natürlich glattstellen und damit kam es zu einem massiven Angebotsüberhang. Und am Ende halt zum negativen Preis. Das sehen wir an den Märkten. Erstes Mal, was ich sowas erlebt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es das in der Vergangenheit schon mal gab. Aber es ist, wie es ist. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wir schauen jetzt in die Charts, was da an Preisen bestimmt wird. Und wir starten hier an dieser Stelle mit dem Währungspaar Austral-Dollar, japanischer Yen. Hier mit Blick, wie immer, erst einmal auf das große Bild. Große Bild heißt, wir sind hier verortet momentan im Tageschart, was wir hier sehen. Und ja, innerhalb der Korrektur. Aber, und hier ist es auch wieder so, Anomalie hin oder her. Es ist faktisch so, der aktuelle Trend im Austral-Dollar, japanischen Yen, der ist aktuell aufwärts gerichtet. Ne? Also das, was ich hier jetzt drinnen laufen habe, beziehungsweise was ich damit meine, ich mache mal kurz die automatische Trenderkennung aus, da wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen ersichtlicher. Schaut mal hier, wenn ich vom aktuellen Trend spreche, dann ist immer der Trend gemeint, auf den man sich momentan bezieht. Also hier an dieser Stelle, was haben wir da? Ganz klar, wir haben einen aktuellen Aufwärtstrend auf Tagesbasis. Aber dieser Aufwärtstrend auf Tagesbasis ist verortet innerhalb des abwärtsgerichteten Marktes. Wenn wir uns hier mal die Woche anschauen, wir sehen hier in der Woche den Abwärtstrend am Laufen, hier an dieser Stelle. Und da ist ganz klar ersichtlich, hier geht der Markt nach unten. Wir haben fallende Hochkurse seit langem. Wir haben fallende Tiefkurse auch seit langem. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier die Korrektur am Laufen und die Korrektur beschert uns momentan eine Formation. Eine
zulaufende Formation. Das heißt, wir haben hier einen Keil an dieser Seite. Die steilere Seite ist unten. Das heißt, das ist häufig ein Indiz dafür, dass der Markt nach unten möchte. Heißt also, der Ausbruch durch die Unterseite ist häufig ein bärisches Zeichen. Und das Ganze in Zusammenhang mit dem übergeordneten Abwärtsdruck zeigt uns halt, wir könnten hier durchaus etwas dynamisch oder beziehungsweise etwas Bewegung nach unten sehen in Richtung dieses übergeordneten Trends. Das heißt jetzt nicht, dass wir diesen blau markierten Aufwärtstrend damit komplett aus dem Markt nehmen. Aber es ist ein Anzeichen dafür, dass wir durchaus Korrektur nach unten erleben können. Das heißt, dass der Weg nach unten auch offen ist. Erst einmal hier in Richtung dieses Zwischentiefs bei 64, naja, knapp 39 Punkten. Das haben wir hier auf der Unterseite, weil wir sind unten drunter ausgebrochen. Und wenn sich das Ganze jetzt bestätigt durch weiterfallende Kurse unter dem Tagestief von gestern, dann haben wir die Bestätigung und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein ganzes Stückchen tiefer laufen können, erhöht sich doch an dieser Stelle deutlich. Kehren wir zurück in diese Range, beziehungsweise es ist ja keine Range, sondern es ist ja eine Formation, die wir hier haben. Dann wird es wichtig, was passiert hier oben an diesem Widerstandsbereich. Wir sehen, wo der Widerstand ist hier, als dieses Gap gerissen wurde, ganz knapp über den Daumen bei 69, naja, 25, 26 hier drinnen. Läuft es oben drüber, haben wir da auch mit Blick in diesen Tageschart hier als nächstes Mal als Anlaufpunkt die Marke um die hier oben, das Hoch um die 71,47. Das Ganze wie immer noch mit dem Blick in die kleineren Zeiteinheiten. Und hier sehen wir es an dieser Stelle schon, es schlängelt sich so ein bisschen ein Abwärtstrend runter. Ne? Das sehen wir hier, wir haben hier oben diesen kleineren Trend rausgenommen, heißt also, wir trennen jetzt hier etwas nach unten und hier heißt es jetzt halt wirklich, wir brauchen, damit das Signal tatsächlich auch nachhaltig bestätigt wird, definitiv den Schub hier unten drunter. Das heißt, wir müssen unter das Tief laufen, dann haben wir die Fortsetzung dieses Trends nach unten da und dann die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir hier tatsächlich in Richtung dieses Zwischentiefs um die Marke von 64,38 reinlaufen. Passiert das nicht, laufen wir drüber, dann stehen wir wieder drinnen, dann haben wir die Gefahr eines Fehlausbruchs, dann müssen wir schauen, was passiert hier oben an diesem Zwischenhoch, hier oben drinnen, das haben wir liegen, grob um die Marke von 68,96 laufen wir da drüber. Dann steht als nächstes der Test oben an des Widerstandslevels und wie schon gesagt, wenn wir über diesen Widerstand drüber steigen, dann besteht durchaus das Potenzial hier oben, diesen Verkaufsbereich um die 71,47 anzulaufen im Australdollar japanischen Yen. Wir schauen weiter auf das Währungspaar Euro-Neuseeland-Dollar, hier verortet innerhalb einer kleinen Trading Range. Wir schauen zuerst noch aufs übergeordnete Bild. Hier sehen wir die Anomalie, mal wieder eine Anomalie, die wir gehabt haben auf Tagesbasis hier, diese brutale Aufwärtsbewegung. Das war ein massiver Kursschub, wenn wir mal schauen, das lief wie am Schnürchen nach oben, teils unter extremer Volatilität hier, dieser Spike Day, die wir hier gehabt haben, hier den nächsten Spike Tag nach oben hin. Das Ganze lief hier unten von Kursen unter 0,67,9 bis rauf auf 1,99,27. Da oben hatten wir das Hoch und seit dem Trend der Markt nach unten und ist aktuell im Low an einem Kaufbereich hängen geblieben. Und zwar war das der Kaufbereich, wo dieser starke Spike abverkauft worden ist und der Markt sich gesammelt hat. Hier hatten wir den Ausbruchsbereich, da sind wir drüber gelaufen und hier unten kam dann plötzlich wieder Stärke rein. Also die Marke um die 1,7884 in etwa, 8,5, die spielt hier eine große Rolle und auch aktuell hat sie eine große Rolle gespielt. Wir sind hier unten zweimal aufgesetzt und weiter nach oben gelaufen. Allerdings, und auch das zeigt uns der Blick in den Tageschart, hier oben um die Marke von gut 1,83,1 haben wir doch einen validen Verkaufsbereich. Ja? Wir sehen es hier, wir sind drunter gelaufen unter diese Marke und hier haben wir einmal angetestet, hier haben wir ein zweites Mal angetestet, da kommt immer wieder Schwäche rein. Und so hat sich hier eine Range ausgebildet zwischen 1,83,1 und 1,78,8 und diese Range ist momentan einfach da. Das heißt, wieder zwei Dinge zum Anschauen. Erstens, in Range Trading, was passiert auf der Oberseite? Prallen wir ab? Gute Chancen, die Unterseite anzutesten.
Schiebt's allerdings das Ganze drüber, kommt das Thema Korrekturausweitung über die Preisleiste in die oder in den Fokus. Was haben wir dann? Das schauen wir uns in den kleineren Bereichen auch an. Da haben wir Anlaufpunkte zur Oberseite. Prallen wir oben ab, laufen runter, dann natürlich, wenn wir hier unten unter dieses Kauflevel drunter laufen, also unter die Unterstützung hier bei 1,7884, dann ist der Weg nach unten da. Anlaufmarker hier auf alle Fälle mal hier. Dieser Kaufbereich hier drüben um die Marke von 1,763. Das Ganze wieder auch mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten. Wir gehen wieder in die 4 Stunden hinein und da sehen wir das Ganze, was hier ist. Hier schaut's, das hier ist nochmal im Nahzoom der alte Verkaufsbereich mit dem Abprall hier und hier. Und wie schon gesagt, wenn es jetzt nach unten gehen sollte, dann haben wir Chancen durchzulaufen. Interessant wird es, wenn wir hier unter dieses kleine Zwischentief laufen hier. Also das heißt, unter dieser Außenkerze hier, wenn wir da tatsächlich drunter laufen, dann haben wir wirklich Chancen, hier die Unterseite anzulaufen. Also hier unter diese Marke müssen wir drunter, unter die 1,81. Wenn wir da tatsächlich nachhaltig drunter sein sollten, ich mache das mal kurz Magenta, dann im kurzfristigen Bild wäre das tatsächlich hier die erste Situation, dass sich dieser untergeordnete Abwärtstrend nach unten hin fortsetzt und wir den Weg nach unten beschreiten. Passiert das nicht, war das das Zwischentief hier unten, nur mal das kleine Anlupfen und wir laufen oben drüber, das heißt hier oben über diese Linie, dann bildet sich hier untergeordnet auch ein kleinerer Aufwärtstrend und dann sehen wir den Markt eher wieder wirklich Richtung dieses Widerstandsbereichs hier oben laufen und da wird es dann spannend. Geht es hier drüber oder nicht? Wenn wir abprallen, dann wie schon gesagt, Median und Unterseite interessant. Wenn es drüber geht, dann können wir uns orientieren an den kleinen Hochs, die wir hier in dem Abwärtsschub gehabt haben. Da haben wir hier das Korrekturhoch um die 1,863 beziehungsweise hier dieser Zwischenschwungbereich um die 1,8469. Das Ganze hier an dieser Stelle. So, ja, was sehen wir noch an diesem Punkt? Wir sehen hier die Unterseite auch mit drauf und wir sehen hier auf der Unterseite entsprechend, wie schon gesagt, den Anlaufpunkt auch nach unten bricht es nach unten durch. Hier an dieser Stelle bitte ich darauf zu achten, was ist hier drüben passiert. Hier hatten wir einen Sammelbereich, einen Kaufbereich, der hat hier gehalten. Das heißt, die Marke um die 1,763 ist definitiv eine planbare Anlaufstelle bei Kursen unten drunter. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich hier rumdrehen, ich gehe mal ganz kurz noch in den kleineren Chart hinein und wir laufen hier unten rein, setzen den Abwärtstrend fort unter diese Marke hier, dann haben wir wirklich gute Chancen, die Unterseite anzulaufen und dann haben wir hier auch ein paar Anlaufpunkte, die kann sich dann entsprechend jeder für seinen eigenen Trading-Stil raussuchen, wie eng, wie nah er die entsprechend braucht. Ansonsten, wie schon gesagt, die Marker sind da und dieser Bereich hier, den ich auch avisiert hatte, hier dieser Drehbereich, das ist tatsächlich auch ein Anlaufpunkt, der ist zwischendrin. Hier kam es zu einem größeren Umschwung. Das ist ein größerer Bereich. Hier wurde von unten angetestet und immer wieder versagt. Dann sind wir drüber gelaufen und dann kam es hier zum Kauf. Das heißt, das ist mal definitiv ein Unterstützungsbereich und da bleibt es halt spannend. Und wenn der tatsächlich abverkauft wird, dann haben wir wirklich gute Karten aus dem Median der Range deutlich tiefer unten rein zu laufen. So. Ich muss mal ganz kurz schauen. Wunschmärkte mache ich gleich, aber ich habe eine Information bekommen, dass der Ton meiner Videos immer circa 20% zu leise ist. Ich habe das allerdings jetzt zum ersten Mal bekommen. Von der Seite her hätte ich mal kurz die Bitte, dass mir jemand sagt, ob der Ton tatsächlich auch zu leise rüberkommt. Da muss ich mal noch ein paar Anpassungen machen. Das sind natürlich Dinge, die ich hier von meiner Seite her nicht sehe und wo ich sehr, sehr dankbar bin über die Informationen, die ich aus dieser Richtung kriegen kann. Also wenn der Ton zu leise ist, dann sagt es mir bitte. Ich habe jetzt mal den Ton etwas lauter gestellt. Ich hoffe, es ist jetzt besser verständlich. Und damit zurück zu den Charts und zwar hier der nächste Chart im Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. So, gut, ich kriege auch Rückinfo, zumindest kriege ich Rückinfos von GoToWebinar, da ist der Ton okay. Mal schauen, vielleicht hilft mir noch irgendwer auf Facebook mit einer Rückmeldung, ob der Ton ordentlich rüberkommt. Und wir blicken jetzt in US-Dollar, Schweizer Franken rein und da sehen wir eine Währung, die immer in einem beziehungsweise aktuell in einem Dreieck sich bewegt. Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir uns hier mit den kleineren Details betrachten, das heißt in die Stunde beziehungsweise den 4-Stunden-Trendverlauf gehen, möchte ich mal ganz kurz noch aufs große Bild auf den Tag eingehen. Das heißt an dieser Stelle,
haben wir hier übergeordnet natürlich seit dem Hoch, seit dem Zwischenhoch, was wir hier drüben gehabt haben. Das haben wir oben gehabt. Im März haben wir das, nein, im Oktober letzten Jahres ist dieser Bereich erstmals angetestet worden. Wir haben das Ganze Ende November nochmal gesehen als Antest und seitdem ist der Markt wirklich runtergelaufen und trendet tiefer. Hat das Tief unten geschrieben. Wir sehen es hier im historischen Chartverlauf um die 0,918 und aber, beziehungsweise nicht aber, und ist seit diesem Tief extrem angestiegen. Und was wir hier gesehen haben, ist, wir haben ein wichtiges Hoch aus diesem Abwärtsverlauf hier rausgenommen. Und zwar sind wir hier über das Zwischenhoch gelaufen bei 0,9847 und sind hier oben um die 0,99 zum Stehen gekommen. Und seitdem sucht der Markt hier so ein bisschen seine Richtung. Und dieses Richtungssuch oder diese Richtungssuche zeigt an dieser Stelle doch eine große Unentschlossenheit, weil wir sehen einerseits Händler, die immer früher anfangen zu kaufen. Das heißt, hier unten sehen wir ja die ansteigenden Tiefs. Das ist ein Zeichen, dass immer früher gekauft wird. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch fallende Hochs. Das heißt, die Händler fangen immer früher an zu verkaufen. Das ist ein klassisches Verhalten. So bilden sich Dreiecke aus. Und wenn wir dieses Dreieck jetzt mal haben und das mal in Kontext zu dem sehr, sehr bullischen Chartverlauf vorher sehen, zu dem sehr, sehr starken Anstieg, dann haben wir schon eine Chance, wenn wir durch die Oberseite drüber laufen und das Dreieck ist ja wirklich jetzt am Ende angekommen, dann haben wir gute Chancen, bei einem nachhaltigen Ausbruch drüber nach oben zu laufen. Ja? Das heißt, Anlaufpunkte sehen wir auch im Tageschart. Das wäre mal das erste hier oben, dieser Umkehrbereich um die knapp 0,9795. Und danach geht es schon hier Richtung 0,99. Das blicken wir uns allerdings mal gleich auch in der kleineren Zeiteinheit an. Auf der unteren Seite sollte es doch zu einem Ausbruch nach unten kommen, also unter diese Marke bei 0,9652. Dann haben wir Anlaufpunkte auf der Unterseite natürlich auch im planbaren Bereich. Hier im größeren Bild wäre das dann hier unten diese Drehbereiche, diese Unterstützung um die 0,9593 bzw. 0,9515. Und hier zoomen wir jetzt mal eben rein in das, was wir sehen. Und wir sehen hier im 4-Stunden-Chart, es ist auch grün schon gekennzeichnet, einen Markt, der leicht nach oben trendet. Ne? Wir sehen es hier, der 4-Stunden-Trend ist schon mal technisch leicht gebildet worden. Wenn wir hier oben drüber übers Zwischenhoch laufen, setzt sich das Ganze nach oben fort und dann haben wir die Chance, zumindest erstmal hier an dieses Hoch dran zu laufen. Und wenn das gelingen sollte, dann haben wir nämlich etwas sehr, sehr Schönes. Dann haben wir hier nicht nur, sag ich mal, zwei steigende Bewegungsarme aneinander gereiht, sondern wir haben im größeren Bild dann natürlich auch einen Aufwärtstrend. Hier haben wir einen kleinen Aufwärtstrend gehabt als Schub, als Gegenschub. Hier haben wir natürlich einen Abwärtstrend gehabt, aber der kam früher zum Stehen. Das heißt, der hat ein höheres Tief gemacht aus momentaner Sicht und jetzt trendet hier im Kleinen was nach oben. Das ist also die zweite nach oben gerichtete Bewegung und damit haben wir doch die Chance, erst einmal hier oben in die 0,9795 reinzulaufen und wenn wir da drüber laufen, dann ist der Weg relativ frei zum Zwischenhoch bei 0,99. Als planbarer Anlaufpunkt zwischendrin haben wir hier noch dieses kleine Swing Low beziehungsweise Swing High aus diesem Abwärtsschub, den wir hier gehabt haben, die Marke um die 0,9847. Zumindest das Ganze aus technischer Sicht. Notwendig ist es dabei allerdings, dass wir definitiv den Weg weiter fortsetzen hier an dieser Stelle. Das heißt, dass wir diesen kleinen Aufwärtstrend nicht brechen. Das heißt, wir nicht unter die 0,9625 laufen. Dann haben wir Chancen, dass das Chartbild dann in Zukunft so ausschaut und hier weiter steigende Tiefs und steigende Hochs hinterlässt. Und dann haben wir das bullische Signal. Fallen wir drunter, wie schon gesagt, dann schaut es anders aus. Dann haben wir eher die Seite, dass der Markt weiter nach der Richtung sucht, beziehungsweise wenn er definitiv nachhaltig drunter bricht, dann haben wir den Weg nach unten gegeben. Und dann haben wir erst einmal zumindest eine Ausdehnung wieder der Korrektur nach unten und den Test dieses Zwischentiefs hier um die 0,95 auf der Agenda. Das die drei Handelsideen für den heutigen Tag und an dieser Stelle ja noch den entsprechenden Blick in die Wunschmärkte, das heißt britisches Pfund, US-Dollar und wir hatten noch Euro-Schweizer Franken. Und weil wir gerade beim Schweizer Franken sind, gehen wir noch zum Euro-Schweizer Franken rein. Hier an diesem Punkt der Blick in den Tageschart. Die Währung ist weiter schwach, ja. Und wenn wir mehr sehen wollen auf dem Weg nach unten, dann müssen wir, jetzt muss ich mal, sorry, ich hoffe, das wird nicht zu klein, aber wir müssen hier
auf alle Fälle in den Wochenchart mal reinschauen, damit wir Anlaufpunkte auf der Unterseite gut erkennen können. Und da sehen wir halt die Tiefs, wo wir momentan reinlaufen. Na, wir sind hier momentan, das sehen wir gleich im Nahen, in einem Drehbereich um das Low hier, um die 1052. Da drehen wir momentan ein bisschen rum. Das heißt, die ganz, ganz starke Abwärtsdynamik ist erstmal rausgekommen, die wir hier im Vorfeld gesehen haben. Aber der Weg nach unten ist erstmal angeschritten. Und wenn es da zu einer dynamischen weiteren Abwärtsbewegung kommt, haben wir halt die nächsten Auffangbereiche erst hier unten liegen, um die Marken. Also der nächste Anlaufpunkt wäre hier mal das kleine Zwischentief aus dem Ende Juni 2015 um die Marke von 1,03. Und das schauen wir uns jetzt Ganze nochmal etwas näher im Detail an. Das heißt, hier an dieser Stelle mal rein in den Tageschart geblickt. Und da sehen wir halt hier, dieser Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Er hat sich hier unten drunter fortgesetzt. Und hier sammelt sich jetzt der Markt so ein bisschen. Es gibt hier so ein bisschen Hin- und Herschwingen um die Marke von 1,052. Wenn wir uns das Ganze mal in der kleineren Zeiteinheit anschauen, ich raffe mal die 4 Stunden etwas zusammen, dann sehen wir hier die Begrenzung oben rauf und unten drunter. Da haben wir so, sagen wir mal, die Supportbereiche, die Range, in der wir hier schwingen. Und das ist halt jetzt erstmal der Markt, wo will er hin? Das müssen wir sehen. Wenn es hier tatsächlich dazu kommt, ich hatte das hier beim letzten Mal schon skizziert, dass wir jetzt aus der Korrektur heraus, also von diesem unteren Bereich nachhaltig nach oben laufen, dann sehen wir das hier im Stundentrend. Dann haben wir untergeordnet einen kleinen Trend gebildet hier. Das war das erste, das war das Tief. Dann kam der Bewegung nach oben, die Korrektur. Und wenn wir jetzt tatsächlich nachhaltig oben drüber laufen, was wir noch nicht gemacht haben, wir haben das Level hier zwar immer mal angelupft, aber so konnten uns nie drüber stabilisieren. Schaffen wir es drüber, dann haben wir durchaus die Chance, dass wir hier diese Gegenbewegung ausbauen und in die höheren Bereiche reinlaufen. Und wenn ich das Ganze noch etwas weiter zusammenraffe, sehen wir, was vernünftige Anlaufpunkte sind und Anlaufmarke hätten wir dann hier oben um die Marke von knapp 1,0548. Das wäre dieser Schwungbereich hier oben, beziehungsweise dann bezogen auf den Trend, der sich hier nach unten gelegt hat, hier die Marke um die 1,0555. Da müssen wir allerdings hier wirklich den Weg nach oben weiter beschreiten. Und damit gehen wir zum Cable, britisches Pfund, US-Dollar. Das auch immer wieder auf der Uhr. In den letzten Tagen ist der Chart hier wieder etwas auf die Unterseite gelaufen. Wir sehen es nach dieser starken Abwärtsdynamik. Hier haben wir den Markt nach oben laufen gehabt, beziehungsweise in die Korrektur einen schönen Trend nach oben gemacht. Der steht momentan in deutlicher Korrektur und dazu muss ich auch sagen, wir haben weiterhin hier ganz klar die Unterseite auf der Uhr. Wenn mich jetzt jemand fragt, was hier strategisch passieren kann, ja, dann sage ich mal aus Erfahrung heraus, wir haben ja momentan noch einen intakten korrektiven Aufwärtstrend. Der ist ja da, keine Frage. Und der wird erst gebrochen, wenn wir hier unten drunter laufen. Das heißt, wenn wir unter dieses charttechnische Level hier laufen, dann wird das Korrekturtief hier unten rausgenommen. Und das wäre dann mal aus technischer Sicht gesehen zumindest der Bruch dieses Trends. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Setzt sich nämlich der Trend hier fort, den wir momentan haben, der korrektive Trend, und fällt hier unten drunter, dann haben wir den direkten Bruch und dann haben wir direkt das Umkehrsignal auf der Wochenbasis, dass wir hier wieder runter Richtung 1,14 laufen können. Das wäre die eine Seite. Die zweite Seite, und jetzt mache ich mal kurz das Zeichentool hier an, was ich mir auch durchaus vorstellen kann, ist, dass wir hier jetzt runterlaufen und hier in irgendeiner Art und Weise hochkommen, aber kein neues Hochschreiben und dann möglicherweise, das ist ein Szenario, was passieren kann, dass wir hier möglicherweise dann sowas wie eine SKS bekommen. Das würde mich auch nicht wundern und dass wir dann eine schöne Nackenlinie haben, unter die wir drunter laufen können und dann die Bestätigung bekommen. Also der Markt ist hier momentan weiterhin verortet noch in dem korrektiven Aufwärtstrend. Ja, ich sehe es noch nicht so, dass wir komplett durchlaufen. Das wird sich erst dann zeigen, wenn wir sozusagen hier, den Markt wirklich durchlaufen sehen. Das kann man jetzt nicht sagen, aber es wird halt wichtig, was hier unten an diesem Supportbereich passiert. Ja, also das heißt, selbst wenn wir rumdrehen, bin ich jetzt nicht der Meinung, dass wir hier einfach
Friede, Freude, Eierkuchen hochlaufen und dann Richtung 1,30 wieder nach oben abschießen. Also wir haben hier noch einiges vor uns und es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis es eine klare Richtung gibt. Das ist nicht so schlimm für die aktiven Trader, weil da brauchen wir nur mal in die kleinen Zeiteinheiten reinzuschauen. Und wenn ich mir hier mal die Stunde nehme, dann sehen wir hier schön den Aufwärtstrend, den wir am Laufen haben. Wir sehen jetzt hier die Korrektur und das, was wir hier sehen, ist der korrektive Abwärtstrend. Und solange der intakt ist, kann man den durchaus traden. Und wenn der hier unten drunter fällt, haben wir halt direkt den Bruch dieser Bewegung, dieser Korrekturbewegung und dann haben wir es. Dreht der aber rum, das heißt, macht er hier eine Umkehr der Nachfrage und trendet wieder nach oben, dann wäre das für die aktiven Trader ja ein ideales Szenario, innerhalb des Abwärtstrends von unten raus aus der Korrektur ein Stück weit hoch zu traden Richtung 1,26,3. Mal schauen, ob wir dort reinkommen. Aber es bleibt auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Wie schon gesagt, Trendfortsetzung ist ja logisch, dass wir hier unten drunter unterlaufen müssen, wenn wir den Korrekturtrend fortsetzen wollen, dann haben wir hier das größere Bild, wie wir es hier schön nach unten trenden sehen, das haben wir einfach da, wenn es dazu kommt. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn wir rauskommen und nicht unter diese Marke laufen, dann haben wir direkt jetzt schon die Chance einer Umkehr. Sollten wir drunter laufen, dann wird es sehr, sehr interessant, was hier unten am Zwischentief passiert. Trenden wir dort wieder hoch, also bouncen wir nach oben ab, dann wäre das ein klassisches Umkehrsignal innerhalb dieser Verortung hier. Und dann muss man einfach schauen, was dann auf dem Weg nach oben passiert. Wenn wir hier tatsächlich drüber laufen, dann sind wir natürlich weiterhin nach oben gerichtet. Das wäre dann die Fortführung. Und wir sehen es ja hier im Chart auch drin, der größere Verkaufsbereich, den haben wir erst hier oben liegen, um die Marke von 1,2765. Ich behalte das Ganze auch im Auge, weil das Ganze für diese Morgenbesprechung ist mittlerweile auch interessant geworden. Je nachdem, wie sich der Tag entwickelt, haben wir hier morgen möglicherweise schon ein neues Handelssetup für die Long-Richtung. Das bleibt auf alle Fälle interessant und möglicherweise sehen wir die Währung morgen früh auch nochmal in einer intensiven Besprechung. Da müssen wir erstmal schauen, was hier so kommt. Das dazu. Weitere Fragen sehe ich an dieser Stelle hier nicht. Das heißt, von meiner Seite her, danke für die Zeit an dieser Stelle. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Bleiben Sie gesund, empfehlen Sie uns weiter. Schauen Sie auch mal in unserer Community hier an dieser Stelle vorbei. Und damit geht's weiter in den Handel. Wir sehen uns morgen wieder um 8:30 Uhr. Den Blog-Eintrag gibt es vorher. Bis dahin, alles Gute und tschüss.